Liebe Kinder, in diesem Buch lernt ihr viele Geschichten aus dem Heiligen Koran kennen. Sie berichten zumeist von Völkern aus der Vergangenheit, welche den Worten der Gesandten Allahs kein Gehör schenkten, sie nicht ernst nahmen. Solche Menschen, die ihre Moral und ihren Glauben völlig verloren hatten, haben die Strafe Allahs verdient, denn sie beteten selbstgemachte Götzen an und waren so furchtbar ungerecht anderen Menschen gegenüber. Dabei verlangten die Gesandten Allahs gar nicht viel von ihnen. Sie sollten nur an den einen wahren Gott glauben und ihn allein anbeten und seine Gebote folgen. Durch diese Geschichten werdet ihr verstehen, wie wichtig die Einheit der Tauhid Allahs ist. Darin hat sich von Anbeginn der Menschheitsgeschichte, nämlich von Adam a.s. bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nichts geändert. Auch in Zukunft werden die Menschen nicht so viel anders werden. Auch wenn sie Computer oder Autos besitzen, so können sie innerlich immer noch die gleichen sein wie jene aus früheren Zeiten. Die Geschichten zeigen euch auch, dass die gläubigen Menschen in ihrem Leben viel Leid auf sich nehmen. Und eine ganz wichtige Wahrheit wird durch diese Geschichten ebenso klar. Allah steht denen bei, die wirklich fromm und gläubig sind. Am Ende einer jeden Geschichte findet ihr Fragen zum Inhalt. Wir wünschen uns, dass ihr über diese Fragen mit euren Freunden, Bekannten oder Eltern und auch Lehrern sprecht. Wenn ihr so vorgeht, dann erlangt ihr ein besseres und tieferes Verständnis dieser Geschichten, welche ja nicht irgendwelche erfundenen Geschichten sind, sondern wahre Begebenheiten, die sich wirklich vor langer, langer Zeit zugetragen haben. Allah möchte, dass wir aus diesen Geschichten Lehren für unser Leben ziehen. Auch solltet ihr beim Lesen noch auf folgende Punkte achten. Ihr dürft nicht vergessen, dass Allahs Worte nur auf Arabisch geschrieben sind. Übersetzungen sind gut, doch nicht das ursprüngliche arabische Wort, so wie es einst von Allah, den Propheten, vor allem dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, offenbart wurde. Und wenn ihr den Namen Allahs hört, so geziemt es sich als Muslim immer Ta'ala oder Subhanaha zu sagen. Hört ihr den Namen des Propheten Muhammad, so sagt ihr stets sallallahu alaihi wasallam. Das heißt so viel wie Friede sei mit ihm und mit seiner Familie. Für die anderen Propheten sagen wir alaihi salam. Die Gesichter der Propheten dürfen bildlich nicht dargestellt werden. Deshalb haben wir in diesem Buch auch nichts gemacht. Wir bitten Allah um Erfolg für euch alle. Friede sei mit all denen, die Gutes tun. Koran, Sura 11, Ayah 120. Und wir berichten dir von den Geschichten der Gesandten, um dein Herz zu festigen. Und hierin ist die Wahrheit zu dir gekommen und eine Ermahnung und eine Erinnerung für die Gläubigen.